Schau, da ist ein schönes Platz für uns. Nicht in der Sonne. Ach, geh, ich seh jetzt nicht so warm. Ich möchte mit dir ein bisschen reden. Komm, setz dich mal dort. Ah, komm her. Habe ich dich schon lange nicht gesehen? Ja, ich mich auch nicht. Wie geht's auch immer? Ja, wohl geht. Geht. Und dir? Ja, verstehe. Wann kommst denn wieder einmal zu Hause? Die Oma redet immer von dir. Hey, ja. Komm mal her, Ostern, können wir wieder Schinken holen. Wie immer. Ja, ist so einfach, gell? Ja, weiß ich. Entschuldige, ja bitte. Alles besetzt. Ja, wissen wir. Ja. Dürfte. Eventuell da. Weil ich sitze es gleich. Ist lieb. Aber ja. Muss man halt ein bisschen zurückrücken. Ja, danke. Ja, ja. Du sag einmal. Irgendwie gefällt es mir nicht. Ist was? Ja. Der Ewald spinnt jetzt komplett. Ja, was tut er denn? Mit einer Jungen fliegt er um wie ein Gockel. Das ist ja eine Phase von jedermann. Das ist ganz normal. Ja, er hat gesagt, er geht zum Scheidungsrichter. Schon nächste Woche geht er auf Scheidungsamt, hat er gesagt. Sag mal, ist der deppert worden? Aber ich hab gesagt, geh du nur, hab ich gesagt, aber ohne mir. Ohne mich. Was haben sie gesagt? Ohne mich. Ja, was hat denn das mit Ihnen zu tun? Das hat nichts mit mir zu tun. Nein, ich meine nur, wenn Ihr Mann wieder sagt, er geht zum Scheidungsrichter, müssen Sie sagen, ohne mich. Ja, wer seien denn Sie? Das ist egal. Dann geht Sie das Ganze überhaupt gar nichts an. Nein, es geht mir nichts an. Es geht mir überhaupt nichts an. Ich meine nur grammatikalisch, verstehst du? Ohne verlangt den vierten Fall. Dann müssen Sie sagen, ohne mich. Ohne mir ist falsch. Ohne mir ist dritter Fall, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den vierten Fall. Ohne mich. Nicht ohne mir. Nur ohne mich. Nur ohne mich. Ich hab mir gedacht, soll der gehen mit der Flitschen. Ja. Aber ich bleib im Haus. Ja, hast recht. Schau, wenn er schuld ist, muss er zahlen. Meinst du? Ich sehe was auf der Welt. Du, sag einmal, wie hat denn das Ganze angefangen? Wie hat das angefangen? Seit dem Vorjahr ist sie dort im Nachbarshaus doch und den ganzen Sommer lang ist sie mit dem Bikini umherum spaziert. Im Bikini? Ja, wieso wissen denn Sie das? Ich weiß es nicht, aber ich sag, sie ist den ganzen Sommer lang im Bikini herumspaziert. Sie haben gesagt, mit Bikini. Wenn sie mit Bikini geht, dann geht sie so. Mit dem Bikini. Aber sie war wahrscheinlich im Bikini. Im. Dann halt im Bikini. Im Bikini war sie. Im Bikini. Nicht mit dem Bikini. Der Ewald ist dann immer öfter außer im Garten, gell? Und dann haben sie halt geredet. Und einmal habe ich ihn erwischt, da war er bei ihrer Kaffee trinken. Bei ihr? Sagen Sie mal, was wollen Sie denn überhaupt? Ich habe nicht gesagt, er war bei ihr Kaffee trinken. Ja, das habe ich ja gesagt. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, er war bei ihrer. Bei ihrer. Ihrer ist ein Besitzanzeige des Fürwort. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen ein persönliches Fürwort. Bei wem war er? Bei ihr, nicht bei ihrer. Bei ihr. Bei ihr. Nicht bei ihr. Nicht bei ihr. Du kennst ja den Ewald. Ja. Er ist ja eher Schichter. Ja, oder? Ja. Verstehst? Ohne ihr hätte das Ganze überhaupt nicht angefangen. Ohne sie hätte das nicht angefangen. Aber wollen Sie jetzt mir die Schuld geben? Ha?
den vierten Pfeifen. Der ist doch gerade verdammt. Was mische es denn jemand überhaupt die ganze Zeit rein? Was mische Sie sich eben? Sie? Das ist meine Schwester. Ja, und das ist mein Bruder. Und der darf sich eine mischen. Ja, wer weiß, erster Fall. Sie mischen sich jetzt. Sie, das geht Ihnen überhaupt nichts an. Geht Ihnen gar nichts an. Ich sage nur, korrekterweise muss es heißen, was mischen Sie sich ein? Oder besser, weshalb mischen Sie sich ein? Das geht Ihnen gar nichts an. Das geht Sie. Das geht Sie nicht an. Der oder was? Erster Fall. Sie sind das Objekt. Was? Sie sind das Objekt. Die kriegen nur so wie etwas sitzt da. Sie sind das Objekt. Ja, da kommt man so nicht so. Sie. Subjekt. Sie. Sag Ihnen etwas. Was? Sag Ihnen etwas. Was? Keine Injurien. Jetzt guck mal mit dem Ja. Ihr könnt seiner Kummer über den Tisch fragen.